So, ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Videoserie YouTube für Anfänger. In diesen Videos werde ich immer so Sachen wie Monetarisierung und so weiter. Zunächst fangen wir mal an mit der Erstellung eines Google-Kontos bzw. auch YouTube-Kontos, was wir dafür brauchen. Als Vornamen nehme ich jetzt mal YouTube und als Nachname Tut. Weil das sonst zu lange dauern würde, hier eine E-Mail rauszusuchen, habe ich jetzt hier mal was genommen. Passwort erstellen ist und ich hoffe jetzt auch richtig. Dann tragen wir jetzt hier mal was ein. Jetzt trage ich selbstverständlich nicht mein richtiges Geburtsdatum ein. 2000, komm, das sollte reichen. Ich bin anders. Komm, sagen wir es mal. Trage ich jetzt hier nicht ein, da nicht alle meine Handynummer sehen müssen. Aktuelle E-Mail-Adresse. Nimmt da meine E-Mail-Adresse. Bestätigung diesen Fall ist eventuell die telefonische Bestätigung erfordert. Ach nein, das können wir eingeben, das Captcha. Schon aus Deutschland. Nächster Schritt. Datenschutzbedingungen, die ihr euch alle schon durchlest. Ich habe es schon getan, um jetzt hier nicht alles durchlesen zu müssen, ne? Wenn wir auf hier zustimmen klicken. Nie. So, dann. So, jetzt muss man sich hier bestätigen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz in einem kleinen Cut, damit ihr jetzt nicht alle meine Handynummer seht. Bis gleich. So, und wenn ihr euch dann bestätigt habt, euren Code aufs Handy per SMS geschickt bekommen habt und da eingeben habt, das ist eine sechsstellige Zahlenkombination, landet ihr auf diesem Bildschirm. Willkommen. Ihre neue E-Mail-Adresse lautet JTBETU. Ihr nehmt am besten etwas, was besser ist. Das ist jetzt nur fürs Tutorial und deswegen habe ich jetzt mal das genommen. Vielen Dank, dass Sie ein Google-Konto eingerichtet haben. Mit diesem Konto können Sie Kanäle auf YouTube abonnieren, kostenlos an Videoschats teilnehmen, Orte in Google Mail speichern und vieles mehr. Weiter. Jetzt hätten wir uns angemeldet, wie man jetzt hier oben sehr, sehr, sehr schön sehen kann. Ja, hier unten ist jetzt mein Hauptkanal, jetzt sehen wir das hier oben. Das nächste, was wir machen, ist selbstverständlich auf YouTube gehen. Und dann müssen wir jetzt hier einmal, jetzt seht ihr sehr schön, dass hier sehr viel Scheiß drauf ist, was man sich mal so anguckt, weil einem das zugeschickt wurde. Wenn das soweit ist, jetzt gleich einmal hier draufklicken. Upsa, und jetzt, Other Account, ja. Dann jetzt hier unten auf Add Account, so, sorry. Dann gehen wir jetzt hier auf den hier. Und dann sind wir jetzt mit dem angemeldet. Jetzt haben wir natürlich ein Google-Konto. Ach, ein YouTube-Konto, natürlich auch ein Google-Konto. Aber jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt hier alles auf Englisch, weil ich in der englischen Beschreibung damit in der Regel besser klarkomme. Rate ich euch in allermeisten Fällen auch. Trotzdem werde ich jetzt auf Deutsch da lang gehen. Nein, ich wollte dir gar keinen Klick geben. Remember. Ja, sorry, auch selbst mir passiert dann so etwas mal. Gut, jetzt ziehe ich mal nach unten, so. Language. Deutsch. Jetzt lassen wir ihn seit neu lernen. Jetzt ist alles auch auf Deutsch. Und da wir jetzt auch zwangsläufig durch die telefonische Bestätigung einen aktivierten Account haben, haben wir dann so ein paar Vorteile. Genau, Videos, du musst einen Kanal erstellen, um ein Video hochzuladen. Ich habe doch einen Kanal. Also ich weiß jetzt nicht, wieso, dass ich das kein Kanal gilt. Ich klicke jetzt hier unten auf Kanal, weil da ist eigentlich das eigentlich Interessante. Wie ich finde. Ja, lädt. Wieso lädt das denn jetzt so lange? Das ist immer dieser Vorführeffekt. So, für mich ist es jetzt wenigstens noch spannend. So. Jetzt können wir hier gucken. Dein Konto muss sich in einem Französischen befinden, damit diese Funktion aktiviert wird. Jetzt rate ich euch vor allen Dingen, den YouTube-Partner-Status zu erreichen, was jetzt auch nichts kostet und vielleicht 5 Minuten kostet. Ich werde nächstes Mal genauer auf den YouTube-Partner-Zustand eingehen. Lasst es euch nur so viel gesagt sein. Ihr seht jetzt hier überall, wo aktivieren steht. Habt ihr dann frei.
und das wird wirklich gut sein. Deswegen, es ist auch schon längere Videos, zum Beispiel Monetarisierung, was das ist, dazu kommen wir später. Längere Videos, dann könnt ihr länger als 15 Minuten hochladen, was hier vielleicht auch mal ganz nett ist. Zusätzliche Anmerkungen ist in Deutschland noch nicht. Doch, klar, kannst du die Videos auf externen Webseiten anlinken, benutzerdefinierte Thumbnails. Damit kannst du benutzerdefinierte Thumbnails an den Videos verwenden, kostenpflichtige Inhalte ist schon verfügbar, genau, und dann, also das Wichtigste, was am Anfang wirklich wichtig wird, wird sein das Livestreaming, längere Videos und die Monetarisierung. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich das für dieses Video und im nächsten Video geht es dann um die YouTube-Partnerschaftsaktivierung.